Herzerfrischendes Moment. Herzlich willkommen zurück zu einer Stardew Valley. Hallo. So schnell ist die Einladung. Das war die schnellste Einladung ever. Ach ja, Dr. Harvey hat mich ja aufgehoben. Ach ja. Und morgen ist ein Fest. Oh nein, mich hat Linus aufgehoben. Mich hat Dr. Harvey aufgehoben. Jemand hat deine Taschen durchsucht. Ich habe keine Ahnung, wie viel Geld er mitgenommen hat. Mein Inventar ist doch voll. Also aber er ist sofort weggerannt, als ich näher kam. Pass besser auf. Ja, ja, er selber wieder. Der Linus. Er selber wieder am Start gewesen, der Linus. Ah, der Linus, ey. Ah, oh, ich hab voll viel Müll in meinem Sack. Ja. So. Ich wusste nicht. Oh, ich weiß ja gar nicht, was jetzt hier noch so Sache ist bei uns hier. Jetzt hier erstmal Sachen verkaufen. Erntezeit, Hühner streicheln. Gaming. Aber wenn das jetzt noch bringt, nichts ist ja schon da, die Szene. Das sagst du jetzt. Gut, dass du die Kamerabewegungsbefehle nicht kennst. Hoch. Nee, so simpel sind die nicht, sonst würde ich die jetzt selber ständig umstellen. Kamera links. Nee, 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 nee. Le Baguette. Genau, Le Baguette ist links. Le Croissant ist rechts. Le Croissant allein auch. Le Croissant. Anni, hallo. Mich gerade zu einem Horrorspiel überreden lassen, war eine blöde Idee. Muss nachher einen kitschigen Disney-Film gucken, um schlafen zu können. Deswegen spielen wir keine Horrorspiele. Resident Evil 8 hier, Village habe ich aber als LP geguckt. Spielen würde ich selber nie, aber gucken ist okay. Gucken ja. Ich weiß das nicht. Nee, gucken würde ich auch nicht. Echt? Nee. Dabei war 7 viel gruseliger, also wirklich. Weil bei 7 haben sie alle rumgejammert, dass das zu gruselig ist und jetzt haben sie es wieder weniger gruselig gemacht. Also ich mag eh keinen Grusel. Ja, Resident Evil Grusel ist ja anderer Grusel. Mag das nicht. Da muss ich das auch nicht. Es steht nirgendwo geschrieben, dass man das muss. Aber ich habe gehört vom Grants, ne? Ja. Was du jetzt zur Hand hast. Der hat mir ein Geburtstagsgeschenk gemacht. Weiß ich ja. Hat er mir schon gesagt, dass er das vielleicht macht. Hat er gemacht. Ja. Dann muss ich das ja auch kaufen. Achso, das hattest du noch nicht. Nee. Müssen wir warten, bis du Geburtstag hast. Ich hatte doch schon. Ich weiß. Dann dauert das halt noch ein Jahr. Grants, Goro will das nicht spielen. Ja. es hieß auch jetzt fühl dich erpresst oder so, irgendwas so verstand. In der Gruppe geht's aber niemals allein. Die fragen auch ständig alle wegen DBD. DBD ist gerade wieder alle spielen wieder DBD, weißt du? Und ich habe 10 Minuten DBD gespielt in meinem Leben oder so. Nefias. DBD, DBD, ständig höre ich DBD. Hä? Achso, mein Inventar ist voll. DBD habe ich noch nie gespielt, was daran so toll. Das ist ein gutes Spiel, keine Frage, aber da weiß ich nicht. Muss halt irgendwie. Gefühl, also es fühlt sich für mich an, als ob du schon jahrelang gespielt haben musst, um da jetzt irgendwie mithalten zu können. Ja, es sei denn, man ist so ein Naturtalent, wie ich eins bin. Dann ist das gar kein Problem. Dann ist das ganz entspannt. Oh, und dann sind da auch noch 5 verschiedene Pilze hier drin, ey. Oh, ich habe doch keinen Platz im Inventar, Nifias. Granatapfel, Orange, Apfel, Pfirsich. Pfirsich. Tagebuchpfetzen. Die kannst du lesen, ist er weg. Ist er weg dann? Ja. Tag 6, bla 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 bla. Papageien. Reichtümer wichtig.
Planet Zoo, das ist schon krass genug, das Spiel für mich. Ach, Clint, ey, immer wenn ich zu dir will, bist du nicht am Arbeiten. Heute ist Ruhetag. Oder so. Kann mir jemand erklären, was man in diesem Spiel macht? Erklärt es mir bitte, als wäre ich 6 Jahre alt. Ist das ein Fetisch? Keine Ahnung. Du bekommst eine Farm vererbt. Von Opa. Vererben heißt, dass du das bekommst von deinem Opa oder von deinem Papa. Okay, also wie folgt. Opa. Wie ein 6-Jährigen sollst du erklären. Achso, Opa ist jetzt im Himmel. Ja, denen geht's aber gut im Himmel. Aber vorher hat Opa seine Farm voll zerstört. Voll kaputt gemacht. Aber das ist okay, weil Opa ist ein netter Mann gewesen. Ja, ja, das verzeiht man Opa. Das ist okay für Opa. Und dann war es so, dass Opa gesagt hat, hier, Nefias und Gorobai, wenn du mal brauchst, wenn du mal eine Chance bei den Frauen haben willst, mit ein bisschen Besitztum. Ganz dann genau. Nimm die Farm. Dann nimm die Farm. Und bring sie auf Vordermann. Und dann kamen wir hier ins Pelican Town Village Ding. Dann haben wir angefangen, hier eine Familie zu stiften. Seitdem schnorren wir uns durch die Stadt. Und decken auf, wie der Bürgermeister hier hinter der Steuer Affären hat. Und Steuerhinterziehung macht. Es ist ein Harvest Moon. Wenn du Harvest Moon kennst, ist es Harvest Moon. Nur für aber das kennt ein 6-Jähriger nicht. Ja, doch, ein 6-Jähriger. Wie alt war ich, als ich Harvest Moon? Du baust einen Bauernhof, den du von Opa bekommen hast. Ja. Und nun heiratet sich Guru von einer zur anderen. Ich kenne Landwirtschaftssimulator 19. Das ist wie Landwirtschaftssimulator 19, nur mit schlechterer Grafik. Aha, prismatische Scherbe. Der Nefias. Aber was kann ich denn hier verkaufen noch, damit das ein bisschen leerer wird? Du bist doch schon Lehrer, warum willst du Lehrer werden? Nefias, hör auf, ich kann nicht mehr. Oh, und jetzt sind die Mayos alle fertig hier. Mayo. Gamer-Oma. Danke für das Follow. Ah, mein Pony ist noch da. Bisschen schlechtere Grafik. Karen hat heute wieder einen Aufmerksamkeitstag. Karen hat Mayo bestellt, ja. Karen gerade Mayo bestellt? Weil ich Mayo sagte? Sie hat gerade gesagt, für dich tue ich doch alles. Achso, weil ich sagte Mayo? Weiß ich nicht. Ich glaube, sie wollte wieder auf die Gaming-Szene umstellen, aber ich weiß nicht warum, weil du hast nichts in der Richtung gesagt, was irgendwie annähernd Gaming ist. Gaming! Szene. Ich könnte eine grüne Couch kaufen. Gemüseeintopf ist auch super. Komm, nehmen wir mit. So, ich will morgen das da aufknacken lassen. So, und das möchte ich im Dings behalten. Okay. Achso, ich dachte, wir... Ah! Ach fuck, morgen ist die Feier, ne? Was ist denn das für eine Feier morgen? Das ist die Abend. Die ist ja erst um 22 Uhr oder so, ne? Ja, da feiern wir die Toten, da feiern wir Opa. Ich meine, also Ingame-Opa. Schnell retten. Großvater hieß da. Großvater. Und, ich habe eine Idee. Ich habe Landwirtschaftssimulator 19 einmal angespielt und fand es nicht so toll. Ich spiele lieber Planet Zoo. Das sind ja auch zwei komplett verschiedene Spiele. Nö, ich finde, in dem einen sind Tiere und in dem anderen sind auch Tiere. Ich finde, das ist die logische Reaktion gewesen. Bei dem einen fährst du Traktor, bei dem anderen erhöhst du die Eintrittspreise. Landwirtschaftssimulator habe ich übrigens noch nie gespielt. Das wäre so ein Spiel, das traue ich dir voll zu. Warum eigentlich nicht?
Nee. Das mir echt Bus-Simulator, Landwirtschaftssimulator, die traue ich dir komplett zu eigentlich. Das ist mir echt zu langweilig. European Truck Simulator. Oh, der ist cool, der ETS. Ach, siehste. ETS ist nice. Ich weiß nicht, so Bauernhof. Bauernhof ist nicht so meins. Wow. Genau, ja, Mortal Kombat 9 gespielt. Ich spiele was ab Nautica. Same but different. Hallo Xenia, immer wieder gerne. Vielen, vielen Dank für deinen Sub. Im fünften Monat schon, aktuell fünfter fortlaufender Monat. Halleluja. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, ist immer toll bei dir. Dankeschön. Das freut mich. Nefi hat sich ins Bett gekuschelt. Ich komme hier mit dem Pferd nicht durch. Ich dachte, ich komme mit dem Pferd nicht ins Bett. Komm dir. Ich komme mit dem Pferd nicht ins Bett. Aber hey, die liegt da doch schon. Ah! Oh, das hast du gesagt. Ich würde sowas nie sagen. Ich bin mit Haley verheiratet. Es wird spät. No. Noch. Noch. Ach, so eine Scheidung in Stardew Valley könnte ja auch super witzig werden, ne? Ich muss noch einen Maragoni-Baum anpflanzen, Nefi. Macht man das nicht eigentlich erst, wenn man... Wie macht man das, wenn man ein Haus gebaut hat, einen Baum anpflanzt? Haus bauen, Baum pflanzen, Sohn zeugen. So. Ins Bett gehen. Sohn, es ist wichtig, dass es Sohn ist. Natürlich ist das wie. Einer muss nur Männer in meinem Haus haben. Einer muss doch hier die Farm übernehmen. Das kann eine Tochter nicht. Da könnte sie auch. Boah, Goro das braucht einen männlichen Erben für seine Dynastie. Ja, so sieht's nämlich aus. Bisschen Crusader Kings gespielt. Haley macht hier Selfies. Oh, das ist noch die vorletzte Ernte hier. Was spielt ihr eigentlich, wenn ihr durch seid? Das ist eine sehr gute Frage. Eine sehr gute Frage. Hand. Erstmal sind wir nie durch mit Stardew Valley. Aber es könnte ja sein, das wäre ja so meine Idee gewesen, dass wir nächste Woche mal was anderes machen. Ich habe da ein paar Vorschläge gehabt an Nefias und der hat wieder eiskalt nicht geantwortet. So wie letztens, als er eine Woche lang nicht antwortet. Ist das immer. Der ghostet mich immer. Ich sehe die Nachricht und denke mir so, ja, kann ich später darauf antworten. Ja. Dann vergesse ich das. Und ich sitze dann da und weine in meinem Kämmerlein. Es ist nichts Persönliches, ich vergesse das nur. Ja. Es schmerzt tief in meinem Herzen. Frag den Chat, mein Streamplan kam heute auch erst um 16 Uhr oder so. Tat es deinem Chat auch weh im Herzen, so wie mir? Ja, mein Chat hat schon ganz traurig nachgefragt im Discord. So, wo ist der Plan? Also ich habe eine Träne verdrückt. Eine Woche lang. Dann kamst du zum Glück und hast mir zum Geburtstag gratuliert. Schon, und dann war alles gut. Ist schon eine Salzkruste auf deiner Wange? Ja. Weil die Träne die ganze Zeit da drauf lag. Das läuft da so rüber. Nicer Dicer ist... Ja, ich weiß, dass Nicer Dicer noch nicht alt ist. Jetzt gib mir den Trüffel, der dahinter liegt. Hast du die Träne dann abgeknibbelt und aufbewahrt als Andenken? Ich habe die zu einem Diamanten gepresst. So, die behalten wir mal. So. Ach, warte, ich nehme direkt das Pferd mit. Ein Storyspiel, das Goro synchronisieren will. Ganz genau. Wir sind das gewohnt. Komm, die letzten 2 oder 3 Wochen war der Plan ja wohl überpünktlich fertig. Wie kann ein Plan denn überpünktlich fertig sein? Wenn der schon Sonntag fertig ist. Du meinst, Sonntag ist der Plan, den du Montag brauchst, schon fertig, dass er... Ja, Montag ist ja klar. Der Montag ist ja wohl... Montag brauche ich ja nicht mehr im Plan erwähnen. Da ist ja hier Stream mit Goro bei. Stream mit Goro bei. Das ist mein Lieblingsstream übrigens. Den gucke ich am liebsten.
ist das schlimm, wenn ich... Ach, fuck, ich kann nicht in die Stadt, weil... Oh. Weil das Fest fertig gemacht wird? Ja. Ja. Ich hätte auch noch ein paar Sachen, die Clint aufbrechen muss, aber... Ja. Sieht's aus. Okay, ich stelle dir die Frage anders. Was überlegst du denn als nächstes zu spielen? Tja, ich habe, wie gesagt, Nefias ein paar Vorschläge gemacht. Er hat das gekonnt ignoriert. Deswegen warte ich jetzt auf seinen Zug. Ach so. Mir ist das so egal. Dir ist das egal? Ja. Dann Planet Zoo Multiplayer. Oh nee, da hast du mich jetzt raus. Ne? Nefias, du kannst doch nicht sagen, dir ist das egal, dann mache ich einen Vorschlag und der ist dann nicht gut genug für den Herrn. Das, so funktioniert das nicht. Alles ja. Ich habe mittlerweile keine Switch, nee. Das wäre es natürlich. Oh, das wäre natürlich ein Gamechanger, ne? Für unseren Stream. Du und Mario Kart, damit ich die Mario Kart abziehen kann, meinst du? Träum weiter. Jetzt Angst. Tut er so. Potter. Von dir? In Mario Kart? Nee. Mario Kart mit der Community, das wär's. Stell vor, Potter hätte damals zu Voldemort gesagt, oder, nee, das war gar nicht Voldemort, das war der Dings, der, wie hieß der? Oh, Malfoy. Ganz genau, der Name ich wollte gerade sagen. So, stell vor, der hätte zu Malfoy gesagt, nö, ich mach die Fee Mario Kart, Junge. Ja, die mein Fee Mario Kart. Das klären wir wie echte Männer. Oder wie also, ich Angst hätte. Die können das, wir können das erklären, wie die echten Männer hier in Stardew Valley, Pierre und Dings, die sich da gegenseitig die Köpfe einschlagen. So, du sagst, man kann den nicht ins Dorf? Nee. Auch nicht oben rum? Nee. Was machen wir denn jetzt den ganzen Tag? Ich bin auf der Insel. Ist der vorletzte Tag, ne? Du bist auf der Insel? Ich komm schnell mit. Oder bist du? Ich meine, wir schaffen den Vulkan eh nicht mehr um die Uhrzeit, aber... Oh ja, aber es ist ja bald Winter, dann können wir den Vulkan schaffen. Oh, was wächst denn hier? Ingwer wächst. Ingwer habe ich auch schon in der Tasche. So, ja. Ah, die heutige Veranstaltung. Wie bist du denn auf die Insel gekommen? Teleporter. Achso, du kannst gar nicht zum Boot steigen, ne? Nee. Können wir beide Teleporter bauen oder kannst nur du einen bauen? Ich hatte ein Totem gefunden. Strand, Berge, Hof. Ich muss einmal gucken. Nee, ich hatte den gefunden im Vulkan oder so. Und dann kannst du ja auch so nicht zurück. Doch, ich hab einen Hof-Teleporter. Ja. Ich bin auch nicht im Vulkan gerade drin. Ich bin ja am Nüsse ausbuddeln. Oder ich gucke, ob ich welche finde. Nee, weiß ich nicht. Also ich hatte ein paar Vorschläge gemacht. Weiß nicht, wie gut die waren. Der Goro tut uns aber 500 Spiele. Pass auf, Chat. Der Goro hat gesagt, Minecraft oder Fall Guys. Also, so habe ich das nicht gesagt. Das waren die Vorschläge. Er tut ganz uns aber 500 Spiele gesagt. Also ich habe mega krass viele Vorschläge gemacht, tatsächlich. Und ich würde das nicht so abwertend sagen wie Nefias. Und das mal klarstellen. Ich möchte das einmal kurz klarstellen, dass ich gesagt habe, Nefi, wie wär's denn, wenn wir zum Beispiel jetzt Minecraft oder Fall Guys spielen? Mal was Cooles machen. Ja, ach so. Ach, ich kann ja nicht ins Dorf. Was mach ich denn den ganzen Tag? Das ist echt das schlimmste Fest. Was? Haley, musst du dich das Fest vorbereiten oder so? Wann ist denn das Fest? Das ist Geisternacht. Das haben wir letztes Mal schon verpasst, ne? Stimmt, ja. Nefias hat die Papageien gebeten, den Weg zur Westseite der Insel freizumachen. Na Mensch, danke. Naja, meine Vorschläge waren, wir könnten irgendwas Cooles in Minecraft machen, was nicht so lange dauert. Oder ein paar Runden Fall Guys spielen, wo ihr auch mitspielen könnt. Aber vielleicht habt ihr das Spiel gar nicht. Das ist natürlich eher blöd dann. Wofür gibst du unsere Nüsse aus, Nefi? Ich geb die nicht aus. Ich hab bekommen. Aha. Was mache ich denn jetzt eigentlich hier? Ich kann nur
Heubaumeln 240 von 240. Ich kann nichts machen. Ich kann den Hof nicht verlassen. Warst du unten am Wagen, gucken, ob der was verkauft? Ach nee, dann macht der nur freitags, ne? Wagen ist freitags und sonntags. Mhm. Achso, ich kann doch hier unten in den Wald reiten. Ich kann das Hartholz holen. Das geht. So, jetzt Ruhe hier. Fuck. Okay, das kann ich nicht. Fand ich damals schon schwer. Was? Ach, hier ist so ein Simon Says Minigame. Boah, bist du schlecht in Simon Says? Naja, nee, in dem schon, sonst nicht. Ist das nicht mega blöd, die Bäume jetzt anzupflanzen, wenn eh Winter wird? Da sind die halt den ganzen Winter sind die halt klein. Oh, ich glaube, ich schaff's noch zu sterben. Oh Gott. Wir brauchen noch Hartholz. Damit wir die Bude nochmal größer bauen können. Nachdem du unser ganzes Hartholz schon ausgegeben hast für Willy sein Schiff. Wann ist denn das Fest? 20? Ich komme gerade auch zurück. Ich sterbe sonst. 20? 22? Ja, ich gehe schon mal hin. Guten Tag. Guten Tag. Ich mache einmal die Taschen leer. Muss man irgendwas mitnehmen fürs Fest? Ich glaube nicht. Ein totes Tier oder so? Das Fest der Tod. Leveln ohne Stress? Was leveln ohne Stress? Ja, ich habe das auch nicht ganz verstanden, was für ein Spiel da ist. Wir die Nussen nicht hier irgendwie. Vielleicht brauchen wir die noch, die wird wichtig. Komm später zurück. Es ist, glaube ich, um 22 Uhr. Machen wir jetzt? Um die Wette reiten, wer schneller ist. Ab hier. Wohin? Auf die andere Seite. Warte. Von Start? Ja. Okay. Ja. Okay. Bist du da? Ja. Okay. 3, 2, 1, go! Okay. Oh, nee. Ich bin auf E gekommen auch. Ja, das war ärgerlich. Okay, 3, 2, 1, go! Ja, ich bin ja auch. Oh, synchron! Hä, bei mir war ich zuerst da. Ist nicht gesynkt. Ah, jetzt können wir auch warten. 20 Minuten hier. Fail, ja. Also WoW-Patch. Nee. Oh, ab nächsten Montag dann Nefi und Goro WoW Classic. Wo ist mein Pony? Hast du mein Pony gesehen? Haben Sie mein Pony? Hey, wo ist unser Pferd? Haben wir das letztes Jahr nicht gemacht? Nee, haben wir verpasst, ne? Haben wir nicht. Haben wir nicht gemacht. Hey, brauchen wir einen funky Teppich? Deal, ich klipp das. Mach doch. Stimmt, da waren wir zu spät. Wie war denn der Weg hier nochmal? Ich schnack hier erstmal mit allen Leuten. Warum sind denn das Skelette in einem Käfig? Das Fest kenne ich gar nicht. Kennst du es echt nicht? Nee. Was kann ich hier machen? Wen darf ich nicht ansprechen? Ist, glaube ich, Open End. An den Zauberer darfst du nicht ansprechen, glaube ich. Also, den Bürgermeister schon? Mhm. Bürgermeister sogar mehrfach. Merkwürdiger Mann im Turm, Nefi. Das musst du sein. Mhm.
So, Heidi hier. Und was ist hier oben? Ist hier ein Labyrinth? Ja. Da ist Maru. Ah, den Zauberer kannst du gar nicht ansprechen. Hm. Oh, das sind ja Hände, die aus dem Boden ragen. Kann ich da sterben? Nee. Alles Deko. Da kann ich nicht lang. Kann ich auch nicht lang. Das Penny. Dämpfe aus dem Kessel. Penny darfst du nicht einatmen. Ich denke, da kann ich nicht lang. Was ist denn das für ein... Achso, da war Maru, muss man lang. Okay. Labyrinth ist Endgegner für mich hier. Okay. Ah, wirklich Endgegner. Ist der echt Endgegner für dich? Alter, Nefi, du müsstest doch wissen aus all unseren Minecraft-Projekten, dass ich mich immer verlauf. Da war gerade eine Person im Ich hab doch Angst, Nefi. Das ist eine Kiste. Ob du bis zum Ende kommst. Zur Kiste will ich, ne? Ja. Oha, das ist eine Spinne. Das ist nicht schwer. Eine Spinne, Nefias. Ist das nicht eigentlich hier oben, wo das Gemeinschaftshaus ist? Wo ist denn das? Haben die das Gemeinschaftshaus nicht weiter rechts? Haben die das Gemeinschaftshaus abgerissen? Ist so weiter rechts das Gemeinschaftshaus, oder nicht? Wow. Was ist die Kiste? Not yet. Da. Jetzt habe ich sie. Ein goldener Kürbis. Das ist ja toll. Und wie kann ich oben mit Linus sprechen? Gar nicht. Aber doch, angeblich kann ich die beiden ansprechen. Ja, da sind Sprechblasen dran, aber ich wüsste keinen Weg, wie man da hinkommt. Nur weil du keinen Weg kennst, heißt das ja nicht, dass er kein Weg ist. Oder doch, gab es einen Weg, Dennis? Ich glaube, es gab einen, ne? Das Gemeinschaftshaus ist doch hier rechts. Weißt du das nicht, ich bin gerade noch im Labyrinth. Nee, gibt keinen Weg da hoch. Da kannst du ja so im Spiel nicht mal hoch. Das ist das Gemeinschaftshaus. Okay. Nur mit der No-Clip-Mod kommt man zu denen. Sagen die dann was? Haben die Textboxen für den Fall, dass man da hochcheatet? Sagen die, was machst du hier? Was machst du hier, Cheater? Und wer sind ja, die Skelette? Monster aus Höhlen. Und die haben die hier eingefärcht? Ja. Können die doch nicht machen. Ja, das ist das gleiche wie ein Zogoro, du kennst das so. Ach so, ja, dann ist das okay. Aber die haben viel zu wenig Pflanzen und Steine in ihrem Gehege. Die sind auch schon ganz schön abgemagert, die kriegen nicht genug zu essen. Halt mal den Finger rein. Will ich mal sehen. Man kann die auch nicht ansprechen oder so, ne? Nee, ich habe auch alle jetzt schon angesprochen. Ich habe auch alle angesprochen. Gut, dann können wir wieder gehen, das war's. Das war das Fest, was denn das für ein Lame-Fest? Ja, der goldene Kürbis, mehr gibt's ja nicht. Lame ist Fest, Alter. Vogelscheuche habe ich mir noch gekauft. Den goldenen Kürbis verticke ich jetzt erstmal. Es wird voll, hat aber sonst keinen Nutzen. Wizard und Linus haben zu fast jedem Event exklusive Gespräche, die man teilweise nur durch Cheaten erreichen kann. Aber warum haben die denn dann exklusive Gespräche? Ist der goldene Kürbis, soll man den wirklich verkaufen? Ja. Steht auch dran, der hat keinen Nutzen. Oh. Vielleicht hat Nefi doch recht, vielleicht bin ich erkältet. Dankeschön. So, das war die erste Folge für danke, heute. Juli. Danke. Schreibt mal Gesundheit in die Kommentare. In die YouTube-Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein! Oh. Alles voll hier. Alles ist voll, Nefi.